Hi, ich bin Sven Hase vom Karnevalsverein Die Mollys aus Watzenborn-Steinberg. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm Vereinsliebe von der Volksbank Mittelhessen haben wir einen professionellen Workshop für unsere Mitglieder durchführen können. Vielen Dank dafür. Also Wetzlar, da kann man keine einzelnen Momente nennen, kann man sicherlich auch, aber dann werde ich hier nie fertig. Im Rückblick betrachtet war die ganze Zeit in Wetzlar ein einziger schöner Moment. Es war unglaublich intensiv, es war jedes Jahr aufs Neue eine riesige Herausforderung. Aber also ich fand jede Saison toll. Wir haben in jeder Saison wirklich alles aus uns rausgeholt. Ja, immer wenn man vor dieser Saisonreise ist, dann ist das immer eine Fahrt ins Ungewisse. Wir haben auch immer jedes Jahr sehr viele neue Spieler, die man noch nicht kennt und wo man auch noch nicht weiß, wie schaffen sie es, diese Liga psychisch vor allem auch zu bewältigen oder auch physisch, weil die Voraussetzungen sehr, sehr hoch sind und nicht unbedingt überall im athletischen Bereich so gearbeitet wird, auf so einem hohen Niveau wie in der ersten Bundesliga. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist die Zeit verflogen. Und deswegen sage ich, also diese ganze Wetzlarer Zeit war einfach großartig. Und ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich das hier über einen so langen Zeitraum mitgestalten durfte. Ja, also ich versuche schon so zur Ruhe zu kommen. Also ich bin eigentlich, sagen wir mal, ich kann gut schlafen vor den allermeisten Spielen. Es gibt manchmal so Spiele, wo du sagst, da werden wir morgen so an so einer Weggabelung stehen und da hoffentlich nehmen wir da die richtige Abzweigung, aber in der Regel kann ich immer sehr, sehr gut schlafen vorm Spiel. Und dann der Tag ist dann strukturiert. Bei mir ist es halt immer so, ich bereite dann einen Matchplan vor und mache so halbe, dreiviertel Stunde, sitze ich irgendwo in einem Café für mich, treffe mich. Ich habe auch an dem Spieltag keine Treffen mehr, da läuft nichts anderes. Also die Vorbereitung aufs Spiel dann beginnt direkt nach dem Aufwachen, nach dem Aufstehen. Und bei Auswärtsspielen ist es eigentlich ähnlich. Also wenn wir das mit Übernachtung machen, dann gehen Jasko und ich nach dem Frühstück irgendwie auch raus spazieren und dann finden da diese Fachgespräche statt und wir tauschen uns aus. Und das ist dann eine riesige Hilfe, dieser Dialog zwischen Jasko, meinem Co-Trainer, und mir. Ja, ist auch schwer zu sagen. Es gibt in dieser Saison viele Lieblingsspiele. Ich glaube, es ist uns das erste Mal wirklich gelungen, in der Zeit, in der ich jetzt hier war, gegen die ersten fünf Mannschaften 8 Punkte zu holen. Wir haben gegen den Tabellenersten, vermutlich Meister Kiel, 2-2 Punkte geholt. Da sind wir direkt bei einem großen Ausrufezeichen. Der höchste Sieg der Vereinsgeschichte gegen Kiel mit 9 Toren. Wir haben sie hier auch schon mal mit 8 geschlagen. Wir haben Kiel auch in Kiel schon mit 7 geschlagen. Das ist der Hammer. Aber natürlich auch, wir haben gegen den vermutlich Tabellenvierten, Fünften Rhein-Neckar-Löwen 2-2 Punkte geholt. Gegen Berlin 2-2 Punkte geholt. Und jetzt auch mit unserem B-Team, muss man ja schon fast sagen, in Magdeburg einen Punkt geholt und hatten im Hinspiel auch einen Punkt geholt. Also 8 Punkte gegen die ersten 5. Ist, glaube ich, das beste Resultat, was wir in diesem Bereich erzielt haben in der Zeit, wo ich hier war. Und das auch noch so stark ersatzgeschwächt. Das ist großartig. Aber es gibt auch andere Spiele auch, Aufholjagden. Ja, ich habe jetzt beim Spiel England gegen Schottland bei der Fußball-EM so ein Plakat von den Schotten gesehen. This was the greatest comeback since Lazarus. Ja. Wir wissen ja, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist. Und da, also das sage ich natürlich mit großem Respekt
Und bitte diesen Vergleich jetzt nicht überzubewerten. Aber wir haben ja Spiele gehabt, wo wir mit 7 Toren hinten lagen, auch schon ersatzgeschwächt gegen Erlangen. Und haben das da an dem Tag, das war so ein Tag, wo ich hinterher gedacht, ach, schade, dass hier nicht jetzt über 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer das live in der Halle miterleben konnten. Das war großartig und war auch nochmal ein riesiges Ausrufezeichen, was für eine unfassbare Moral unsere Mannschaft hat. Das Spiel gehört auch dazu, aber auch noch andere. Also dieses eine Lieblingsspiel gibt es nicht. Und diese 38 Spiele, die wir dann am Ende absolviert haben werden, das ist auch wie ein einziges Spiel. Ja? Und wenn man das sieht, ist das dieses Jahr wirklich wieder eine großartige Saison gewesen. Und darüber freue ich mich sehr. Gar nicht. Also das muss dann kommen. Wir sind ja jetzt, also es ist, wir waren gestern Abend noch in Magdeburg und dann schläft man wenig und sind jetzt ist noch viel zu absolvieren. Wir werden noch ein kurzes, knackiges Video und Hallentraining machen. Dann gehen wir raus am Sonntag, wollen noch mal natürlich versuchen, die beiden Punkte gegen Minden hier zu behalten. Ich bin sehr dankbar dafür. Haben wir ja keinen Einfluss darauf, dass das kein Spiel mehr wird, in dem wir, also in dem Minden unbedingt gewinnen muss, ja, und wir dann auf der anderen Seite auch unbedingt gewinnen müssen, weil wir ja die da nicht entscheidend in diesen Abstiegskampf eingreifen wollen und uns nichts vorwerfen lassen wollen. Also ich hoffe einfach, dass es ein schönes Spiel wird, entspannt auch. Es wäre toll, wenn wir uns mit einem Sieg verabschieden könnten. Aber wir haben mit 39 Punkten jetzt sowieso schon die zweithöchste Punktzahl in 23 Jahren Bundesliga-Geschichte. Und von daher freue ich mich einfach, gemeinsam mit ein paar Spielern hier vor eigenem Publikum dann eben auch Abschied nehmen zu können. Oh, das weiß man immer erst hinterher, ne? Also das geht einem bei Spielern so, die dann weg sind. Und wobei ich schon immer sehr auch in der Gegenwart zu schätzen weiß, was ich habe. Da geht es vor allem um Menschen, die einen unterstützen, die einem Mut machen. Also natürlich die Spieler, aber auch, sagen wir mal, der Support aus dem Verein, aber auch von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bin ganz oft in den vielen Jahren angesprochen worden, auch dann nochmal in dieser Corona-Zeit, von Menschen, die mir gar nicht bekannt waren. Und das war immer ermutigend und voller Respekt und persönlicher Wertschätzung. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Es wird das erste Mal sein, dass ich länger kein Handballtrainer sein werde, also längere Zeit. Und dann muss ich mal gucken, wie es mir da geht, was ich dann vermissen werde. Aber natürlich habe ich hier unglaublich viele liebenswerte Menschen auch außerhalb des Handballs kennengelernt. Ich werde hier sicherlich auch noch mal zu Besuch vorbeischauen. Von daher, aber das ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermissen werde. Die Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Es war eine ganz tolle Zeit, nicht nur Berufszeit, sondern auch Lebenszeit. Ja, ich muss erstmal die profanen Dinge des Alltags erledigen, die alle liegen bleiben während einer Saison. Also ab Montag stehen da ganz, ganz viele Behördentermine an und Umzug und Organisation von Umzug und so weiter. Das heißt also, den Juli werde ich brauchen, um all diese Dinge zu erledigen. Das kann auch noch ein bisschen in August hineingehen, weil ich ja erstmal wieder so sesshaft werden muss dann in Köln. Und dann freue ich mich einfach auf einen Urlaub. Und dann mache ich auch vielleicht mal eine Woche länger als 12 Tage Urlaub. Man sagt ja, eigentlich erholt man sich erst in der dritten Urlaubswoche. Richtig, und darauf freue ich mich sehr, einfach mal
runterzukommen und nicht eben in 4 Wochen schon wieder mit so einer Vorbereitung starten zu dürfen einerseits, aber auch starten zu müssen. Also so, ich bin ja der dienstälteste Trainer der Bundesliga, auch vom Alter her der älteste. Und ich glaube, alle gönnen mir mal eine Pause.